Warum konnte Lord Voldemort Dumbledore eigentlich nicht im Ministerium töten? Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werde ich das schicksalhafte Duell zwischen Voldemort und Dumbledore im Atrium des Ministeriums aufschlüsseln. Dieses Duell fand im Orden des Phönix statt und es ist wohl das beeindruckendste Duell, das wir bisher von Harry Potter auf der Leinwand sehen durften. Es war ein Duell epischen Ausmaßes, Gut gegen Böse, Licht gegen Dunkelheit. Eine Sache, die jedoch durchaus erwähnenswert ist, ist, dass das Duell im Buch und im Film sehr unterschiedlich dargestellt wurde. Die Verfilmung hat sich sicherlich einige Freiheiten mit dem Inhalt des Buches genommen und anstatt dem Bild, das das ursprüngliche Buch für uns gezeichnet hatte, treu zu bleiben, hat sie die Dinge durcheinander gebracht, höchstwahrscheinlich um dem Film einen dramatischen Effekt zu verleihen. Aber dadurch wurden die Figuren in einem ganz, ganz anderen Licht dargestellt, als wir erwartet hatten und es war ehrlich gesagt ziemlich widersprüchlich zu dem, was wir ursprünglich in den Büchern gelesen hatten. Wenn du nur den Film gesehen hast, wirst du dich vielleicht wundern, warum konnte Voldemort Dumbledore nicht einfach auf der Stelle töten? Im Buch war Harry hilflos und wird von Dumbledore gerettet, der gerade rechtzeitig eintrifft. Harry hatte nicht einmal den Mund geöffnet, um sich zu wehren. Sein Geist war leer, sein Zauberstab zeigte nutzlos auf den Boden. Aber die kopflose goldene Statue des Zauberers im Brunnen war lebendig geworden, sprang von ihrem Sockel und landete mit einem Krachen auf dem Boden zwischen Harry und Voldemort. Der Zauberspruch prallte lediglich von der Brust ab, als die Statue ihre Arme ausbreitete, um Harry zu schützen. "Was?", rief Voldemort und sah sich um. Und dann hauchte er: "Dumbledore." Voldemort hob seinen Zauberstab und ein weiterer grüner Lichtstrahl schoss auf Dumbledore zu, der sich umdrehte und mit einem Wirbel seines Umhangs verschwand. In der nächsten Sekunde war er hinter Voldemort wieder aufgetaucht und schwenkte seinen Zauberstab in Richtung der Überreste des Brunnens. Die anderen Statuen erwachten zum Leben. Die Hexenstatue stürzte sich auf Bellatrix. Diese schrie und ihre Zaubersprüche prallten nutzlos von der Brust der Statue ab. Dumbledore tauchte einfach auf und benutzte das Flohnetzwerk und ging auf Voldemort hinzu. Dann sagte er Folgendes zu Voldemort: "Es war töricht, heute Nacht hierher zu kommen, Tom. Die Auroren sind bereits auf dem Weg. Bis dahin werde ich weg sein und du bist tot", antwortete Voldemort. Und diese Zeilen stimmen tatsächlich im Buch und im Film überein. Dies sind auch die Zeilen, die den richtigen Beginn des Duells anzeigen. Jeder der beiden Männer ist davon überzeugt, dass er derjenige ist, der den anderen überwältigen wird. Aber zurück zum Buch. Dumbledore schnippte mit seinem eigenen Zauberstab. Die Kraft des Zaubers, die von ihm ausging, war so stark, dass Harry, obwohl er von seinem goldenen Schutzschild abgeschirmt war, spürte, wie ihm die Haare zu Berge standen, als der Zauber vorüberging. Und diesmal war Voldemort gezwungen, einen silbernen, glänzenden Schild aus dem Nichts zu zaubern, um den Zauber von Dumbledore abzuwehren. Der Zauber, welcher es auch immer war, verursachte keinen sichtbaren Schaden am Schild. "Du willst mich doch nicht etwa töten, Dumbledore", rief Voldemort. Seine scharlachroten Augen verengten sich über die Spitze des Schildes. "Du stehst über solcher Brutalität, nicht wahr?" "Wir wissen beide, dass es andere Wege gibt, einen Menschen zu vernichten, Tom", sagte Dumbledore ruhig und ging weiter auf Voldemort zu, als hätte er keine Angst, als wäre nichts geschehen, was seinen Gang durch die Halle unterbrochen hätte. "Ich gebe zu, dass es mich nicht befriedigen würde, dich einfach nur zu töten. Es gibt nichts Schlimmeres als den Tod, Dumbledore", knurrte Voldemort. "In der Tat, dein Versagen zu verstehen, dass es Dinge gibt, die schlimmer als der Tod sind, war schon immer deine größte Schwäche, Tom." Im Film jedoch treten Dumbledore und Voldemort sofort in einen magischen Machtkampf ein. Mit einem Schnipsen ihrer Zauberstäbe trifft Dumbledores roter Lichtstrahl mitten in der Luft auf Voldemorts Grünstrahl und die beiden hielten ihre Stellung, während Funken flogen und der Raum in sich zusammenzufallen begann. Die beiden schienen sich völlig ebenbürtig zu sein. Im Film wird nicht so viel geredet wie im Buch und ich denke, dass dies ein besonders wichtiges Stück ist, welches sie rausgelassen haben. Denn ich denke, dass ihre Diskussion uns zeigt, wie mächtig Dumbledore wirklich ist. Während ihres Duells wird in den Büchern ständig Dumbledores entspannte Haltung gezeigt gegenüber allem, was vor sich geht. Da steht er nun gegenüber einem der mächtigsten und dunkelsten Zauberer aller Zeiten, aber er ist so ruhig, als ob nichts wäre.
Es gibt ein paar Zeilen aus der obigen Passage, die mir suggerieren, dass Dumbledore nicht einmal im Entferntesten besorgt ist, zu verlieren. Als er auf Voldemort zugeht, wird immer wieder betont, dass er ruhig ist und dass er ein gutes Gefühl hat. Dumbledores Verhalten gegenüber Voldemort während ihres Duells wurde sogar so beschrieben, als würden sie die Angelegenheiten bei einem Drink besprechen. Ich denke, dass einer der Gründe, warum die Filme dies ausgelassen haben, darin liegt, dass einseitige Kämpfe nicht wirklich interessant sind. Dumbledore ist zumindest in den Büchern der bei weitem mächtigste Zauberer aller Zeiten. Er war nicht nur magisch begabt, sondern besaß auch den Elderstab während ihres Duells. Wenn wir uns ausschließlich an die Bücher halten, war Voldemort völlig unterlegen. Auf der Leinwand wäre das jedoch nicht so interessant gewesen und Voldemort in einem so verletzlichen Zustand zu zeigen, nimmt seiner Figur wirklich etwas von ihrem Charakter weg. Er soll diese dunkle Präsenz sein, der dunkle Herrscher, eine furchteinflößende Figur, vor der niemand sicher ist, aber das funktioniert nicht, wenn einer der Hauptfiguren an der Seite des Protagonisten auf ihn zugeht, als würde er mit ihm einen Drink trinken und ihn einfach ausschalten können. Also in dieser Hinsicht verstehe ich, warum sie diesen Teil des Textes in dieser Szene weggelassen haben. Ich bin mir jedoch nicht so ganz sicher, ob sie den Dialog ganz hätten streichen sollen. Aber zurück zum Buch. Ein weiterer grüner Lichtstrahl flog hinter dem silbernen Schild hervor. Diesmal war es der einarmige Zentaur, der vor Dumbledore herangaloppierte, der die Explosion abbekam und in 100 Stücke zerbrach. Aber noch bevor die Bruchstücke auf dem Boden aufschlugen, hatte Dumbledore seinen Zauberstab zurückgezogen und schwang ihn, als ob er eine Peitsche schwingen würde. Eine lange, dünne Flamme flog aus der Spitze seines Zauberstabs und wickelte sich um Voldemort mitsamt seinem Schild. Einen Moment lang schien es, als hätte Dumbledore gewonnen. Doch dann wurde das feurige Seil zu einer Schlange, die sich sofort von Voldemort löste und sich wütend, zischend zu Dumbledore drehte. Auch hier gibt es einen sehr großen Unterschied zu dem, was wir im Film gesehen haben. Zunächst einmal wurden in der Filmversion des Duells keine Statuen manipuliert, nicht in irgendeiner Form. Außerdem scheint Dumbledore nie eine Art feurige Peitsche zu benutzen. Der einzige Teil, der zum Film passt, ist die feurige Schlange, die Dumbledore angreift. Und das war Voldemorts Werk. Pass auf, brüllte Harry, doch noch während er schrie, flog ein weiterer grüner Strahl von Voldemorts Zauberstab auf Dumbledore zu. Fox stürzte vor Dumbledore nieder, öffnete seinen Schnabel weit und verschluckte den Strahl aus grünem Licht. Er ging in Flammen auf und fiel auf den Boden, klein, faltig und flugunfähig. Im selben Moment schwang Dumbledore seinen Zauberstab in einer langen, fließenden Bewegung. Die Schlange, die kurz davor war, ihre Zähne in ihm zu versenken, flog hoch in die Luft und löste sich in einer dunklen Rauchfahne auf. Diese Stelle ist besonders interessant, weil sie Dumbledore in einem etwas verletzlicheren Zustand zu zeigen scheint. Und ich denke, dass sie darauf hindeutet, dass Dumbledore zu Beginn des Duells vielleicht zu zuversichtlich war. In der Verfilmung braucht Dumbledore zu keinem Zeitpunkt das Auftauchen von Fox, um ihn vor einem Angriff von Voldemort zu retten. Aber der Text zeigt uns, dass Dumbledore, wenn Fox nicht da gewesen wäre, entweder von Avada Kedavra oder von dem feurigen Schlangenzauber getroffen worden wäre, da beide gleichzeitig auf ihn gerichtet waren. Dies ist meines Erachtens von besonderer Bedeutung, denn es könnte sogar darauf hindeuten, dass Dumbledore der Verlierer des Duells war. Fox blockierte einen Zauber, der ihn getroffen hätte, und wenn Dumbledore Fox dazu wirklich brauchte, deutet das darauf hin, dass er der Verlierer war. Es ist schon merkwürdig, dass die Verfilmung dies ausgelassen hat, aber auch hier denke ich, dass sie Voldemort und Dumbledore absichtlich als ziemlich gleichwertig dargestellt haben. Nachdem das passiert ist, ist das Ende des Duells sowohl im Buch als auch im Film ziemlich unterschiedlich. Einmal das Ende im Buch. Für ein paar Sekunden war Voldemort nur als dunkle, gesichtslose Gestalt sichtbar, schimmernd und undeutlich auf dem Sockel, der offensichtlich darum kämpfte, sich vor der erstickenden Masse zu befreien. Dann war er verschwunden und das Wasser fiel mit einem Krachen zurück in sein Becken, schwappte wild über die Seiten und durchnässte den polierten Boden. Und im Film, nachdem Dumbledore sich gegen Voldemorts Glassplitter gewehrt hat, die auf ihn geschleudert wurden, verschwindet Voldemort einfach und ergreift Besitz von Harry. Wie wir also sehen können, unterscheidet sich dieses Duell massiv vom Buch zum Film und ich denke, dass sich die wichtigsten Unterschiede wie folgt zusammenfassen lassen. Erstens, die Dialoge. In der Verfilmung des Duells fehlt es eindeutig an Dialogen, was dem Zuschauer das Gefühl der Zuversicht nimmt, das Dumbledore beim Eintritt in das Duell im Buch hatte.
Zweitens, Avada Kedavra und die Statuen. In den Büchern wehrt Dumbledore Voldemort ständige Angriffe mit dem Tötungsfluch mit Hilfe von Statuen und Gegenständen ab. In der Verfilmung jedoch scheint Dumbledore Voldemorts Tötungsfluch mit seinem eigenen Strahl aus rotem Licht zu verteidigen, was allem widerspricht, was wir über den Zauber wissen. Der Tötungsfluch kann angeblich nicht geblockt werden und Harry kann ihn nur aufgrund besonderer Umstände mit dem Expelliarmus abwehren. Also die Tatsache, dass Dumbledore einfach irgendeinen Zauber benutzt, um sich dagegen zu wehren, macht eigentlich nicht so viel Sinn. Drittens, Dumbledore wird gerettet. Wie wir oben gesehen haben, wird Dumbledore im Buch am Ende von Fox gerettet. Im Film kommt das überhaupt nicht vor und es ist sehr interessant, dass sie das weggelassen haben, denn es könnte tatsächlich bedeuten, dass Dumbledore der Verlierer des Duells war. Das heißt, wenn er Fox brauchte, um ihm aus der Patsche zu helfen. Viertens, Dumbledores Auftreten. Im Film wird Dumbledore als schwach, gebrechlich und alt dargestellt, als er zum Duell antritt. Dies könnte nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein, da wir in den Dialogen des Textes deutlich sehen können, dass Dumbledore sehr stark und selbstbewusst aufgetreten ist. Also warum konnte Voldemort Dumbledore nicht töten? Die Wahrheit ist, dass es abweicht, je nachdem, ob man sich an das Buch oder den Film hält. In beiden Fällen war Dumbledore trotzdem immer noch zu mächtig, um ein leichtes Ziel für Voldemort zu sein. Wäre Voldemort jedoch zu dem Zeitpunkt im Besitz des Elderstabs gewesen, dann wäre die Sache vielleicht anders ausgegangen. Und das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib sie mir doch gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.